Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde For Story hier im Moment Brunas Königspalast. Nee, ich will doch ins Markut Hauptquartier und jetzt versuchen wir mal nochmal diesen Quest zu erledigen. Mal sehen, ob der jetzt irgendwie geht. Vielleicht musste ich mich nur aus- und wieder einloggen. Ach, keine Ahnung, was da war. Vielleicht kriegt man den jetzt hin. Möge die Flamme der Nein, Gerechten da ist nichts. Mies, schade. Naja, dann wisst ihr, was wir machen. Wir gehen nochmal auf Goldmünzjagd, obwohl... Ich gucke mir erstmal, mit diesen Goldmünzen kann man sich ja zeitlich begrenzte Sachen holen. Was holen wir? Was gibt's denn da schön? Reittier-Warenlieferungen. Die mysteriöse Schatzkiste, die geht und eben auch die Münzen des Endentrons kriegt man. Die Rüstungslieferung. Die Waffenlieferung, aber was eben ganz gut ist, ist die mysteriöse Schatzkiste. Die kann man sich nochmal holen. Das finde ich doch eigentlich ganz gut. Und dann kann man deswegen... Früher waren es nur Waffen und so weiter, was man sich holen konnte, aber jetzt ist die mysteriöse Schatzkiste mit dabei. Ja, und das finde ich doch ganz gut, dass ich die habe. Und dann werde ich mir jetzt auch immer die Münzen holen, auch wenn es sehr teuer ist. Herstellen, jawohl. Die Münze ist bestimmt noch versiegelt, vermutlich. Gefährte? Kriegt man jetzt noch einen Gefährten? Das finde ich ja gleich genial. Ist sie dann in Nachrichten? Briefkasten? Inventar. Ach, hier. Eine Gefährtenrune. Yehi. Name des Tieres. Ach du Schande. Ich nenn's mal Venderabel. Was haben wir? Der Sammeln. Ja, da kann man gleich mal einen Statuspunkt vergeben. Und zwar auf Intelligenz, ne? Genau, Intelligenz und dann kann man den gleich mal Erfahrungssegen geben. Genau. Super. Haben wir da wieder ein Tierchen und plus 5 alle Attribute. Ach, da freue ich mich. Das ist schön. Und da werden wir uns mal wieder um die, ja, den Hafen der Golems, dass wir da Goldmünzen bekommen. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Oh Mann, sind da viele Handelsposten gerade zur Zeit. Aber ich will ja jetzt nicht unbedingt so viel Geld ausgeben. Eigentlich ist ja immer noch XP-Event. Huch, was haben wir denn hier? Ach, Gefährten, Teamfähigkeit, Trefferchance plus 1. Cool. Cool. Na und... Auf jeden Fall erstmal Erfahrungspunkte-Bonus. Ach, ich habe ja immer noch den hier drin. Nebenwirkung der Wiederauferstehung. Na, hoffentlich werden die wirklich nach einer Zeit wieder weg. Na, einmal XP-Event, dann habe ich ja den hier drin. Und dann erstmal rauszoomen. Und dann kriegt man ja alle, zumindest steht so drin. Alle Spieler, die 20 Uhr eingeloggt sind, kriegen eine Belohnung. Darauf warte ich ja immer. Und es ist 7.49 Uhr, also noch nicht ganz 20 Uhr. Aber ich denke mal, dass es bestimmt bald so weit sein wird. Darauf hoffe ich eigentlich. So, da haben wir noch ein paar.
Na, mal sehen, ob vielleicht mich sogar jemand anschreibt. Man weiß es ja nicht. Aber ich vermute mal, vielleicht sind sie auch online. Ich habe keine Ahnung. Aber blöd, dass die hier nicht so nah beieinander stehen. Das finde ich ein bisschen doof. Ey, was willst du denn jetzt von mir? Hau ab! Mach die Biege! Kusch! Ab ins Heierbettchen! So, die nächste Kleingruppe. Da könnte es ruhig mal ein paar mehr Monster geben. Naja, mach nichts. Kriegen wir auch so. In die... Ah! Oh, die Hälfte der wenigen ist schon geschafft. Und wir dürften auch dann gleich bald ein Level aufsteigen. Juhu! Das freut mich dann immer. Aufstieg. Und, ja, ist ja auch ein täglicher Quest. Moloch muss sterben. Den probiere ich dann auch nochmal, auch wenn der vielleicht für euch etwas langweiliger sein sollte. Aber leider habe ich bisher noch nicht so wirklich eine Idee. Ich dachte mir, ach, fällt mir bestimmt noch was ein, ein Thema, über was du bereden kannst. Aber es ist halt so, wenn man krampfhaft nach irgendwas sucht, dann, findet man nicht so wirklich was. Aber eine Sache kann ich mal sagen, also es betrifft Kisten. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also ich glaube eine Woche, weil, also ich nehme das zwar heute auf und der Kommentar war auch unter dem Video, was heute erschienen ist, aber diese Folge wird glaube ich erst eine Woche später erscheinen. Ja, kann man immer erst so viel später direkt im Video reagieren. Auf jeden Fall war da eine Sache, mach mal ein anderes MMO, wird langsam langweilig, dir zuzuschauen und so weiter. Ich sage mal, ich mache es aber nicht, weil die Leute, sondern ich mache das Let's Play nicht, weil die Leute sagen, spiel mal das und spiel mal das, sondern weil mir die Spiele selber Spaß machen. Es macht mir einfach nur Spaß, hier so zu spielen, auch lange. Das könnte ich vielleicht nicht alle vorstellen, aber mir macht es Spaß, das zu machen. Und, ja, was du, vielleicht werde ich das mal als angezockt bringen, mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber ich werde definitiv nicht aufhören. Also, ich habe hier noch vor, bis Level 93 zu machen, und wer weiß, wenn ich dann gibt, vielleicht geht es dann bis Level 100 oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn dann noch Bedarf und Lust besteht, mache ich dann auch noch Valo. Aber ich werde, also wenn Valo dann auch ist, werde ich das nicht hinten dran spielen, sondern entweder LOL, also nicht LOL, sondern League of Legends oder Runes of Magic. Eins von beiden werde ich dann machen. Ich kann zwar noch nicht sagen, welches. Muss man dann mal gucken. Vielleicht könnt ihr das auch entscheiden. Aber das ist noch Zukunftsmusik, weil ich meine, wir sind ja erstmal Level 60. Also sind noch sage und schreibe 33 Level vor uns. Und es wird ja auch nicht schneller, die Zeit, sozusagen. Es wird eher langsamer. Was haben wir? Hier habe ich jetzt noch... Ach nee, das ist das zweite Siegel. Aber gebt mal erstmal hier den ab. So, ich vermute mal, dass ich diese Sache jetzt mit den na, ich muss mal hier erstmal kurz klein hauen. Mit den
komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wo ich da in eine Missionszone gehe, also nicht in die friedliche, sondern in die... So, wo ich da die Elite-Soldaten und so weiter erledigen muss, dass da jetzt viel zu viele wahllos rumhängen, dass ich da vermutlich nicht so wirklich Erfolg haben werde. Schätze ich mal so. Ich weiß es nicht. Na, 5 Minuten nur noch und dann gibt's die Belohnung. Sozusagen. So, was haben wir... So, was haben wir denn hier eigentlich? Lennart... Der Auftrag wird nicht leicht sein. Ein DQ. Okay, dann... Aber ich sehe hier doch noch, wenn man da hier auf die Karte guckt, ist da doch noch... Hier ist doch noch was anderes. Nee. Aber... Ach so, okay, das war, wo ich den... eine Quest nicht ausfüllen kann. Ich dachte, hä, was war denn das? Aber vielleicht habe ich Glück, da ja hier so viele Stände aufgemacht haben. Ich probier's trotzdem mal. Lass mich in Ruhe! Eine Markute Goldmünze. Dann machen wir den hier. Ach, ich brauche ja erstmal noch das. Nein, Turnier will ich nicht machen. Hier, Regenvogel. Ich fühle, dass du etwas Besonderes bist. Geheimdokument Level 60, jawohl. Und jetzt probieren wir einfach mal. Ja, weiß ich, dass ich von Spielern angegriffen werden kann. Aber hier scheinen nicht allzu viele zu sein. Sieht vielleicht ganz gut aus für mich. Oh, ist es meiner? Na. Ha! Ha 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 ha. Der war gut. Der war gut. Der war richtig gut. Der war ja. Ha 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 ha. Naja. 2 auf mich. Naja, lohnt sich nicht, sich dagegen zu wehren. Und ich hatte auch noch den einen Tod. Naja. Okay, dann kann man den erstmal vergessen. Ja, nee. Hier nicht. Wo ist das andere Portal? Da oben. Missionsportal. Ich geh mal hier in die friedliche. Müssen wir mal gucken. Da...